So, zur nächsten Folge von Business Model Canvas Eintragung. Ich bin Alex Berger und diesmal stelle ich euch hier den Gutenberg vor, beziehungsweise sein größtes Projekt, den Druck der Bibeln. So, das hier ist das gute Stück. Woraus besteht es? Natürlich hier aus Papier. Dann wurde hier, dank dem Druckverfahren, wurden die Buchstaben gedruckt. Und wenn man hier hinguckt, diese Initialien wurden dann später noch von Hand reingezeichnet. Sprich, es ist so eine Mischung aus, heute würde man das als Mass Customization bezeichnen, weil die Käufer sich auch aussuchen konnten, wie diese Buchstaben hier gestaltet werden und wie aufwendig. Auch die Umschläge waren mehr individuell für die Käufer angelegt, aber die Seiten innen drin, dass es hier diesen Text gab, das war sozusagen das große Kerngeschäft. Und dadurch, dass er die gedruckt hat, anstatt dass er sie von Mönchen abschrieben ließ, ging das natürlich viel schneller. Während früher ein Mönch ungefähr 3 Jahre zum Abschreiben einer Bibel gebraucht hat, ging es dank Gutenbergs Technik mit wenigen angelernten Kräften, ich glaube 30 Mitarbeiter hatte er, innerhalb von 3 Jahren, dass man 180 Bibeln druckt. Also die Produktivität wurde massivst gesteigert dadurch. So, dann kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was war Gutenbergs Value Proposition? Die war in diesem Fall auf jeden Fall, günstiger und bessere Qualität als abgeschriebene Bücher. Sprich, die bessere Qualität hat sich natürlich auch dadurch etabliert, dass er einmal nur das Lektorat machen musste, sprich die Bibeln ein einziges Mal korrigiert hat und danach immer die korrekte Version so oft vervielfältigen könnte. Während bei den Mönchen immer mal wieder kleine Fehler reingekommen sind. Und ja, wenn man mal so eine Seite halb geschrieben hatte, wollte man natürlich nicht nochmal von vorne anfangen. So, was waren dann Gutenbergs Key Activities? Das waren zum einen Forschung und Entwicklung. Dann ganz wichtig auch die Ausbildung von Leuten. Dann die Prozessoptimierung. Und auch nicht zu unterschätzen die Qualitätssicherung. Weil es sollte besser sein als die abgeschriebenen Bücher. Kommen wir zu Gutenbergs wichtigsten Ressourcen. Das war natürlich seine Erfindung oder sein Betriebsgeheimnis, je nachdem, wie man das sehen will. Patente gab es ja noch nicht. Dann auch wichtig, er braucht natürlich auch eine Bibel. Ohne diese Bibel und die Bibeln, und von den Bibeln gab es nicht so viele, aber er brauchte eine, um drucken zu können. Und das, was er auch brauchte, war nicht nur die Erfindung, sondern er brauchte auch die Produktionsmittel. Sprich, er musste seine Erfindung ja auch noch umgesetzt vor Ort haben. Dass man weiß, wie man druckt, reicht ja nicht. Man braucht ja auch eine Druckerpresse. Genau, ganz alleine ging das natürlich nicht. Deshalb kommen wir jetzt zu den Partnern, die er dafür brauchte. Da war zum einen Fust. Fust war ein Mainzer Kaufmann, der ihm das Geld geliehen hat. Dann den komme ich später auch nochmal zurück, brauchte es Papierhersteller, dasselbe für Pergament, nennen es mal Pergamentmacher. Dann brauchte er als Partner natürlich auch die Kirche, weil es ging ja um eine Bibel, wichtigster Abnehmer und wichtigster Partner auch bei der Qualitätskontrolle ist dann die Bibel. Dann brauchte er diverse Händler, von denen er zum Beispiel das Metall bezogen hat, von denen er auch die Bestandteile der Farbe geholt hat. Und er brauchte Handwerker, die ihm die Maschinen gebaut haben. Sprich, die Druckerpresse hat er nicht alleine gebaut, sondern dafür hat er sich auch immer Hilfe geholt. So, wie hat er dann den Kontakt mit den Kunden betrieben? Also es ist davon auszugehen, dass Gutenberg die meisten Kunden direkt kannte. Und zwar deshalb, weil die meisten Bibeln auch unterschiedlich gestaltet sind. Sprich, um zu entscheiden, wie der Einband gemacht wird und so weiter, musste ja Kommunikation stattfinden. Das war der eine Weg. Jetzt kommen wir auch zu den Channels. Diesen hier.
Und zwar da. Über welche Kanäle hat er das vertrieben? Direktvertrieb. Er hat es also zum Beispiel an die Kirche in Mainz und so weiter ist rübergegangen, hat es verkauft, indem er ihnen erzählt hat, hey, ich habe so eine Bibel. Dann war aber Word of Mouth natürlich oder sehr wahrscheinlich auch sehr wichtig. Und zwar, ja, dass Leute einfach davon erzählt haben, dass es jetzt diese super Bibeln gibt. Man darf ja auch nicht vergessen, was das für eine Sensation ist. Zu Gutenbergs Zeit gab es nur 30.000 Bücher in ganz Europa. Und ich denke mal, dass es auch Briefe gab, die dort verschickt wurden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es da schon wirklich eine Infrastruktur war und ob man nicht die Briefe einfach Leuten mitgegeben hat. Also tippe ich mal drauf. Word of Mouth war auf jeden Fall wahrscheinlich einer der wichtigsten Vertriebswege. So, jetzt kommen wir noch auf die Kundengruppe. Wer war daran interessiert? Natürlich waren Kirchengemeinden daran interessiert, weil so eine Bibel braucht man in der Kirche. Und reiche Gläubige waren auch die Zielgruppe. Kommen wir zu den Kosten. Ja, und die, wie man schon sieht hier oben, sind die Kosten relativ vielfältig. Hier sind auch nochmal Kosten versteckt. Sprich, es war ein sehr arbeitsintensives Geschäft. Er hatte natürlich dann Mitarbeiter, die für ihn die Sachen gemacht haben. Dann brauchte er auch die Rohstoffe, zum Beispiel Papier, zum Beispiel Metall, zum Beispiel Farben. Beziehungsweise Farben hat er selber gemischt, aber er brauchte halt genau diese Rohstoffe. Dann brauchte er, ich nenne es mal Maschinen. Die Druckerpresse ist eine Maschine, dann diese anderen Geräte und auch in irgendeiner Form Maschine. Und damit er das alles auch unter ein Dach kriegen konnte, musste er Miete bezahlen. Und jetzt kommen wir zu dem Gemeinen, was ihm am Ende das Genick brechen sollte. Es kommen auch Kosten für den Zins hinzu. Weil das Geld, was er sich von Fuss geliehen hat, war nicht umsonst, sondern es war ein Kredit. So, kurz vor der Fertigstellung wurde Gutenberg also verklagt. Er hat zwar schon einige Bibeln gedruckt, aber das Problem ist, hier bei den Einnahmen war noch null. Was Gutenberg aber gemacht hat, um sozusagen den Cashflow seiner Firma aufrechtzuerhalten, er hat neben der Bibel auch weitere Bücher gedruckt. Und dieses Drucken von weiteren Büchern, um seinen Cashflow, also sprich ja, Geld auf dem Konto zu haben, wurde ihm am Ende zum Verhängnis. Denn er wurde von Fust verklagt, dafür, dass er das Geld sozusagen veruntreut hat. Und der Verkauf von den Bibeln fand nie statt. Da war auch das weitere Problem, dass die Bibeln erst dann bezahlt wurden, wenn sie fertig waren. Das heißt, er brauchte auf jeden Fall hier erstmal ganz schön viel Geld. Es war ein kapitalintensives Geschäft. Konnte sich, glaube ich, ungefähr 20 Häuser von dem Vermögen kaufen. Waren 1600 Gulden, die er am Ende Fust schuldete. Und auf der anderen Seite, die Einnahmen kamen erst, als die Bibeln fertig waren. Das heißt, hier zwischen diesen beiden Punkten gab es ein kurzes Problem. Und in dieser Phase hat Fust die Druckerei übernommen und weitergeführt. Gutenberg hat dann noch seine eigene kleine Druckerei gehabt. Was interessant ist, nachdem Fust die Erfindung sozusagen geklaut hatte von Gutenberg, hat er sich entschieden, diese Idee einfach zu verteilen. Er hat die Idee jedem, der es wissen wollte, beigebracht und hat so auf diese Weise dafür gesorgt, dass in ganz Europa das Drucken bekannt wurde innerhalb von kürzester Zeit. Genau, wovon hat er am Ende gelebt? Er hat einen Anteil bekommen, natürlich vom Bibelverkauf, aber er hat auch, ich glaube, vom nassauischen König, auf jeden Fall von irgendeinem König, hat er dann eine Rente gestellt bekommen, sodass er sich da keine Sorgen machen musste. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf das Gefällt mir klickt oder wenn ihr den Kanal gleich abonniert. Das ist natürlich noch viel besser, wo auch immer dieser Abonnieren-Button ist. Genau. Und wenn ihr ein Unternehmen habt oder ein Geschäft habt, das ich mal kurz in dieses Canvas reinpacken soll, wo ich kurz erklären soll, wo das Geld herkommt, dann schreibt einfach einen Kommentar. Und ja, ich freue mich drauf.